Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist euer Stimmi. Ja, heute Orakel ich das Europapokalspiel Frankfurt gegen Chelsea. Ja. Ich denke mal, dass es im Hinspiel 1-0 für Chelsea ausgeht. Ich könnte ja wie immer unter die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. So. So, gleich ist Anstoß. Jetzt haben wir die Aufstellung nicht gesehen. Da Kevin Trapp im Tor, Abraham, Hasebe, Hinteregger, da Costa, Fernandes, Rode, Kostic, Rebic, Paciensa und Jovic. Und Chelsea seht ihr hier da unten. Ma. Ah, ich vergesse immer den Trainer auszuschalten. Ja, egal jetzt. Das nervt ein bisschen. So. So, Rode. Komm, geh ran, Rode. Hasebe. Hinteregger, komm. Sehr gut. Kevin Trapp holt sich den Ball. So, Hinteregger auf Kostic. Dann hier Rode. Ah! Jawohl, das war wieder nix. Also ich spiele hier immer auf Profi, wenn ihr das fragen wollt. Weil ich wurde das mal gefragt. Oh, gute Chance hier für Chelsea. Aber Trapp hält. So, müsste Abstoß geben. Jawohl, es geht. Rode. Rode auf Kostic. Yeah! Zufallsjubel. Ja, komm, machen wir mal. Ja, Wolski, das 1 zu 0 für Frankfurt. Ich hoffe ja für Frankfurt, dass wir weiterkommen. Aber gegen Chelsea, ja, wird schwer. Komm schon. Ja. So, Frankfurt wieder im Angriff hier. Der ist zu weit vorne. Ah, jetzt die Abwehr. Nein. Wieder nach hinten. So. Nein. Fehlpass, Fehlpass und Fehlpass. Das gibt Eckball. So, Frankfurt ist in der Liga ja auch ziemlich stark im Moment.
Aber schade, dass sie aus dem Pokal schon so früh raus sind. Gegen Bayern haben sie ja echt super gespielt im Pokal im letzten Finale. So, über außen. Ah. Wow. Schade. Schade, schade. Es hätte können das 2-0 sein. Ah, das war verkehrt. Komm, Rode, hol dir den wieder. Nein. Oh, ich spiele mir hier was zusammen. Wow. So, gleich ist die erste Halbzeit vorbei. Erste Halbzeit vorbei und 1-0 führt Frankfurt. Ja, so. Ah, Tore 1-0, Schüsse 3-5. Oh, Chelsea hatte mehr. Schüsse aufs Tor 2-1. Ja, Ballbesitz ist ausgeglichen. Ja. Das Spiel erstmal so weiter und dann schauen wir mal. So. Und Eckball. Ein Eckball. Das war nicht schlecht von Chelsea. Ball wiederholen. Komm schon. Oh, was mache ich? Oh. So, wird jetzt Zeit für einen Wechsel gleich. So, müsste Abstoß geben normalerweise. So, ich wechsle auch mal. Chelsea hat auch gewechselt. So, wen machen wir dann rein? Den Guzman. Machen wir mal für Rode. Und Alea mache ich mal für den komischen hier. Wo ich den Namen nicht richtig aussprechen kann.
Ja, sehr gut. Jetzt machen sie hinten zu. Ah, die Dreckspfeile hier, ey. Egal, ich stell's jetzt nicht mehr aus. Das Spiel ist ja eh bald vorbei. Ach, schade. Gut gehalten vom Chelsea Keeper. So, Eckball. Ah. Nächster Eckball. Ach. Na hopp. Nein. Ach, Trappelt. Ach. Ich mache einfach zu viele Fehlpässe und alles. Ach, aus. Ach, aus. Abseits. So, Freistoß für Chelsea. Ach, ganz nach hinten sollst du nicht spielen, meine Fresse. Nein! Ja. 1:0 für Frankfurt im Orakel. Ja, denkt dran, euren Tipp unter die Kommentare zu schreiben und dann sage ich mal. Bis zum nächsten Orakel oder Video und ciao.